Also Informatik bedeutet für mich einfach analytisches Denken, logisches Denken, Prozesse zu automatisieren, Software zu entwickeln, Datenverarbeitung, Daten zu sammeln, zu verarbeiten und dann für Firmen zu bereitstellen, dass die vielleicht das weiterverarbeiten können, diese ersichtlicher machen, Statistiken bereitstellen. My favorite subjects are probably in the fourth semester are the data mining and the machine learning classes, mainly because they focus on data science. In our first three semesters, we have focused mainly on a broader knowledge in programming, databases and networking. But I found these courses really interesting because it's immensely interesting to me how we can produce some algorithms, seemingly simple algorithms, and achieve great things with them. I chose to study at IMC because I want to become a data scientist. And the first subject that got me interested into data science was one we had in our first year, the second semester, which was database management systems. Concerning practice orientation in our program, my favorite part was probably in the third semester during the course Software Engineering, where we had to participate in a real-life Scrum software engineering lifecycle, where we had the opportunity to work with real companies, real customers, and at the end of the semester also deliver a real product. And I would say this experience, even before our practical training semester, was invaluable for me. Der Studiengang bei der IMC FH Krems war für mich deswegen die richtige Wahl, weil einfach der Schwerpunkt für Data Science hier einfach vorhanden ist, und das hat mich halt in dem Bereich am meisten interessiert, und deswegen habe ich mich dafür entschieden. Überhaupt auch, weil es auf Englisch ist. Natürlich kann man diesen Studiengang überall in Österreich auf Deutsch machen, aber auf Englisch ist es einfach deswegen besser, weil man diese Englisch-Skills eben braucht, um international kompetitiv mit anderen zu sein. One thing I love about my class is the versatility. My classmates come from so many parts of the world. We work on projects together, and it's really nice to be integrated into the course and meet so many people, work on it together. Everyone is there for one another. Warum man keine Angst haben sollte vor Englisch in dem Studium, ist einfach, erstens einmal, wenn man in Englisch maturiert hat, dann ist das überhaupt kein Problem. Also das englische Niveau fängt definitiv auch mit dem Level an. Programmieren ist generell sowieso in Englisch, also das braucht man sowieso. Und wenn man schon ein bisschen Ahnung im Programmieren hat, dann ist das überhaupt kein Problem. Generell auch, man arbeitet ja sowieso mit internationalen Firmen zusammen. Heißt, Englisch ist sowieso ein Muss. Aber man braucht überhaupt keine Angst davor. Also ich habe auch am Anfang zwei, drei Wochen Angst davor gehabt, aber das war dann erledigt. Die Sache hat sich dann schnell erledigt.